heiraten. Danke. Bitte. Vor allem könnte ich vielleicht noch ein kleines Mineralwasser haben. Bitte ein kleines Mineral. Vielleicht auch noch einen Topfenstrudel, wenn Sie haben. Ja, aber Sie haben ja nicht einmal noch Teetorten gegessen. Ich mache mir auch eigentlich gar nichts aus Torten. Ja, das verstehe ich nicht. Ja, dann. Ja, da bestellen Sie sich lauter Sachen, nur dann, die Sie nicht mögen, nur meinetwegen. Damit Sie öfter an meinen Tisch kommen. Ja, und deshalb verderben Sie sich den Magen. Am Magen ist mir wurscht. Wenn ich Sie sehe. Also, ganz ehrlich, mir ist das eigentlich ganz egal, mit wem ich rede. Hauptsache die Zeit vergeht. Aber jetzt kommt schon wieder ein Kunde. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Bitte. Darf ich Ihnen? Dankeschön. So. So. Was darf es denn sein? Ich möchte einen Kaffee. Einen koffeinfreien, einen Espresso, einen Melange, einen türkischen. Einen ganz gewöhnlichen kleinen braunen. Sie sind neu hier? Ja, fast. Seit 15. Oktober bin ich da. Da war doch so eine nette Frau. Ist die in Pension gegangen? Ja, außer mir sind noch zwei nette Damen da und in Pension gegangen ist keine. So. Haben Sie vielleicht noch einen Wunsch? Nein, ja. Mein Gott, wir hätten gerne einen kleinen braunen, bitte. Einen kleinen braunen. Was nimmst du? Ja, ich krieg eine Cola, bitte. Oder? Ein Cola, ein kleiner Braun. Nein, Entschuldigung, ich nehme doch ein Limo, bitte, ja? Ja, eine Limo. Mhm. Oder nein, Entschuldigung, ich nehme auch einen kleinen Braunen. Also zwei kleine Braune. Ja, kennen Sie die Familie Lafitte? Entschuldigung. Oh, bitteschön. So, mein lieber Herr Janek. Bitte schön. Heute werden Sie ausnahmsweise einmal bei uns Ihre Jause nehmen. Das ist sehr lieb, gnädige Frau. Dankeschön. Danke. Nur lieb, lieb ist das vor allem von Ihnen, dass Sie extra wegen diesem Strudel zu uns heraufkommen. Das wäre ja gar nicht notwendig gewesen. Ich brauche ihn erst morgen, wissen Sie. Naja, aber bitte, die Otti hätte ihn uns ja am Abend überhaupt mitbringen können. Ja, wir gehen nämlich heute mit der Frau Otti ins Kino, wissen Sie? Was, die Frau Otti geht heute Abend mit Ihnen ins Kino? Natürlich, ja, jetzt fällt's mir ja erst ein. Die Otti ist ja eine leidenschaftliche Kinobesucherin. Ja, eben. Und wissen Sie, wir gehen eigentlich sehr selten. Aber hier und da gelingt es ihr, dass sie uns zu einem Kinobesuch überredet. Also heute Abend ist mit der Frau Otti ein Kinobesuch geplant. Ja, ja, also, ja, ist schon richtig. Wir haben es jedenfalls so ausgemacht. Ja. Bitte, ja. Ich habe noch keine Karten, aber es wird nicht so schwierig sein. Hanussen läuft ja schon eine ganze Weile. Ja. Gehen Sie doch mit, Herr Janek. Ja. Und du, Guido, komm mit. Ja, mein letzter Film war mit der Sarah Leander. Ja, bitte, das wäre für mich fast eine Premiere. Das ist ja gar nicht wahr. Ich weiß doch ganz genau, dass du dir jeden Film mit Ornella Muti ansiehst. Ah, weißt du, die mit den tollen Augen. Ja, die Muti, ne? Ja, ja. Ich dachte natürlich, das ist ja eine fesche Dame, muss ich sagen. Mhm. Ja, also bitteschön, wenn du mir etwas Ähnliches zu bieten hast. Ja, das weiß ich nicht, ob du auf den Klaus-Maria Brandauer auch so fliegst wie auf die Muti. Bitte, Herr Sektionschef, dürfte ich Sie höflichst bitten, heute Abend nicht ins Kino zu gehen. Ja, warum denn, Herr Janek? Ja, weil ich Sie und Sie, liebe gnädige Frau und Herr Guido, sehr herzlich bitte, heute Abend nach Geschäftsschluss in die Konditorei zu kommen. Das ist ja auch der Grund, warum ich den Stritzel heraufgebracht habe. Es liegt mir sehr daran, dass Sie alle kommen. Ja, ja, bitte, also wenn Sie so irgendwas Wichtiges zu besprechen haben, können wir dabei ins Arbeitszimmer gehen. Nein, es ist sogar sehr, sehr wichtig. Und darum bitte ich auch, dass die gnädige Frau und der Herr Guido mitkommen. Das ist ja, ja, aber bitte, ich möchte Ihnen gerne erst unten in der Konditorei an meinem Arbeitsplatz alles mitteilen. Aha, ja. Ja, ja, jetzt muss ich leider gehen. Ja. Ich möchte meine Nichte, die Ursel, ist nämlich ganz allein in der Konditorei. Die ist noch ein bisschen scheu mit der Kundschaft. Also, Sie werden doch bitte kommen. Aber ja, wenn es so wichtig ist, natürlich. Es ist sehr wichtig. Na bitte. Kompliment. Ja, ja, ja. Kompliment. Ja. Sag mal, verstehst du das? Ja. Ja, ich muss sagen, so würdevoll habe ich den Janek noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, mir kam eigentlich so vor, als wäre er völlig fassungslos, dass wir am Abend ins Kino gehen. Ja, vielleicht hat er irgendeinen Wirbel gehabt, wiederum mit der Sokol. Ah, das gibt's ja außerdem nicht. Die ist doch im Waldviertel. Wie er halt reingeschaut hat, wie wenn er zu allem entschlossen wäre. Ja.
Seltsam. Na ja, bitte. Weiß nicht, du glaubst im Ernst, dass der Janek irgendwie beleidigt ist? Nein, weiß nicht. Nein. Ich täte mich nicht wundern, mein lieber Franz, ich täte mich nicht wundern, wenn er heute vor versammelter Familie sagt, dass sein Bedarf an den Lafitz gedeckt ist. Also, ich weiß nicht, ob das Gefühl, irgendjemand muss ihn gekränkt haben von euch. Also wirst du nicht im Ernst glauben, dass der Janek weg will? Ja. Mein lieber guter Franz, in aller Freundschaft, ein richtiges Honiglecken ist es nicht, von dir ein Teilhaber zu sein. Hm, hm. Na, was sagst du jetzt? Das ist wieder so ein makabrer Spaß von dir. Jetzt bin ich beleidigt. Wenn Sie alle Familienmitglieder der Familie Lafitte kennen, dann haben Sie vielleicht auch schon meinen Sohn gesehen. Er ist groß, hat dunkle Haare. Ja, natürlich kenne ich Ihren Sohn, der war heute schon mal da. Heute? Ja, der kommt jeden Tag daher. Trinkt einen großen Braunen, isst drei Stück Mehlspeis. Ja, und die Cremeschnitten sind ihm am liebsten. Gott, das sind drei Stück Mehlspeis. Wie soll er da seine Figurprobleme in den Griff bekommen? Das weiß ich nicht. Aber bezahlen tut er nie, weil er zur Familie Lafitte gehört. Ach, sagt er gehört zur Familie Lafitte. Na, also sowas, dass ich seine Mutter bin, hat er wohl verdrängt. Seit einer Woche warte ich darauf, dass er mich besuchen kommt, weil er so fest versprochen hat. Das verstehe ich nicht. Dann besuchen Sie ihn halt. Ja, das tue ich ja gerade. Ich lebe ja sonst im Ausland. Ja, das hat er mir schon erzählt, dass seine Mutter im Ausland lebt. Naja, aber vielleicht kommt er wieder. Na, Sie können ja warten. Nein, manchmal kommt er zweimal am Tag. Das werde ich lieber nicht abwarten. Ich werde ihn lieber anrufen. Wo ist denn das Telefon? Ja, da ist das Telefon. Und der Schweindl steht daneben. 5 Schilling eingestellt. Ja, ist gut. Bitte. So, haben Sie vielleicht noch einen Wunsch? Ja, 2 Gläser Wasser, bitte. Und 2 Gläser Wasser. Danke. Ja, meldet sich wieder niemand, natürlich. Vielleicht ist er einmal ausnahmsweise bei seinem Vater. Dann bringen Sie mir noch eine Wunschkappe, bitte. Ja, es tut mir leid, aber ich kann nicht verantworten, dass Ihnen schlecht wird. Ach, der Blechtrottel, natürlich. Ja, hier ist Senta. Ich bin in Wien. Bitte komm in die kleine Konditorei. Oder lass mir wenigstens hier Nachricht. Es handelt sich um unseren Sohn. Ach. Fräulein, ich möchte zahlen. Ja, bitte. 17 Schilling ein Kaffee. So, da, es ist schon gut. Dankeschön. Ich gehe jetzt hinauf zur Familie Lafitte. Vielleicht wissen die etwas von meinem Andreas. Ja, und wenn der Herr Dr. Strahler kommt, dann sagen Sie ihm bitte, er möchte hier auf mich warten. Sie kennen doch den Herrn Dr. Strahler. Ja. Ist auch ein Stammgast. Ja, natürlich kenne ich den. Ich kenne alle Stammgäste. So, ah ja, die Gläser. Die Gläser. Ja, 2 Gläser Wasser. Danke. Also, ich glaube, ja, ich glaube, ich weiß, warum der Janek so seltsam war. Aha, also doch ein schlechtes Gewissen. Hm? Ja, wieso, mit mir hat das überhaupt nichts zu tun? Ah, mit dir hat's nichts zu tun. Ja, bleib ja nur mal ich, weil ich bin wieder ich, der böse Wolf. Obwohl ich mich doch schon die längste Zeit über bemühe, alles nur mit Glacé-Handschuhen anzufassen. Eben, und deshalb scheidest du aus, mein Schatz. Ja, also wer hat dann die zarte Seele vom Janek verletzt? Wer? Ich meine, es bleibt ja fast keiner mehr übrig. Ich glaube, es handelt sich um die Otti. Und die Otti tut doch keiner Fliege was zu leid. Naja, ich habe sie heute noch nicht gesprochen. Wir sind ja erst heute Mittag vom Attersee zurückgekommen. Ah ja, ihr wart ja beim Einmotten. Ja, weißt du, und am Telefon hat sie also von dieser Kino-Einladung gesprochen, aber eine Woche vorher, da war sie bei mir und hat sich sehr, sehr ausgeweint bei mir, weil sie gesagt hat, sie kommt mit dem Janek nicht und nicht vom Fleck. Also das ist doch wirklich schon zu blöd. Diese beiden doch schon einigermaßen erwachsenen Menschen benehmen sich seit einem Jahr wie die Teenager. Ich meine, sie macht ihm schöne Augen und er himmelt sie an und keiner findet das erlösende Wort. Das ist zu blöd. Ich meine, jetzt wird der Janek womöglich wegen unglücklicher Liebe zu der Otti uns noch verlassen wollen. Nein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich denke nicht daran, auf den besten Konditor weit und breit zu verzichten, bloß wegen einer blödsinnigen Liebesgeschichte. Franz, reg dich doch nicht so Telefon. Auf. Ja, Telefon, ja, bleib ja. Sitzen. Ich komm gleich. Meine Herren. Also, Franz, wie? Willst du den Janek halten? Lieber Guido, ich werde mich bemühen, ihm etwas beizubringen, was er dringend braucht. Ja. Souveränität. Souveränität in allen Lagen. Ja, aber die kann man leider niemand beibringen. Die muss eben vorhanden sein. Angeboren. Du bist so ein Glückspilz, Franz. Immer
souverän. Naja, also immer auch nicht, aber ich bemühe mich jedenfalls, souverän zu sein. Es ist nicht. Na, wer war's denn? Die Hilde. Wir müssen zu ihr runter. Sie hat mit dem Kurt einen fürchterlichen Streit. Und stellt's euch vor, warum. Der Kurt hat safrangelbe Tapeten bestellt fürs Schlafzimmer. Naja, und die Hilde will unbedingt weißen Rauputz. Also. Das ist wirklich ein weltbewegendes Problem. Aber ich bin überzeugt, das schaffst du allein. Besser gesagt, mit Assistenz von Guido. Bitte? Moment, wieso allein? Warum gehst du nicht mit? Du weißt ganz genau, dass die Hilde auf deinen Rat sehr großen Wert legt. Also, ja. Komm. Ja, ja, das kann schon sein, nicht wahr? Aber ich denke gar nicht daran, mich wieder in die Familie Heberer einzumischen, nachdem ich da neulich diese innenarchitektonischen Schwierigkeiten miterlebt habe. Nein, 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 nein. Also, weißt du, da ist viel gescheiter. Insbesondere braucht man deinen Bruder da nicht anschauen. Entschuldige, also, wenn ich das sage. Ja, ja. Da ist viel gescheiter, dass ich hier sitzen bleibe und mir Gedanken darüber mache, wie es mit der Konditorei weitergehen soll, wenn der Janek wirklich sich nicht umstimmen lässt. Aber wenn du da sitzen bleiben willst, mache ich dir einen Vorschlag. Zieh diesen Janker aus. Wozu? Aber nur, weil wir nicht am Attersee sind, sondern hier, zieh ein anständiges Sakko an. Und zwar mir zuliebe. Bitte. Also. Ich verstehe. Ich verstehe das gar nicht. Warum? Warum soll ich mich umziehen? Ich meine, ich weiß schon immer, wenn ich am Attersee bin, soll ich nicht städtisch und jetzt soll ich... Aber entschuldige, es ist hier so gemütlich, so bequem. Nein, also keine 10 Resser bringen mich dazu, mich heute noch umzuziehen. Lieber Franz, wenn ich Zeit habe, werde ich dich bedauern. Komm, Guido, komm. Ich komme. Ja, ja, ja. Macht's das gut. Ne? Ja. Dankeschön. So, da, so. Na? War was Besonderes los? Nein, nur die Mutter von Tommy war da. Ach so? Ja. Was? Die Mutti von Tommy? Bitte, das gibt's doch gar nicht. Die ist doch in Amerika drüben. Sie war aber da, wirklich, Onkel Edi. Das ist doch bitte unmöglich. Das müsste doch der Herr Sektionschef doch wissen. Ich war doch gerade bei ihm oben. Ja, sie war da, dann ist weggegangen, aber sie kommt wieder, hat's gesagt. Was redest du da für einen Blödsinn daher? Wie oft habe ich das bitte gesagt, dass du dir alles aufschreiben sollst, wenn du was vergisst oder verwechselst? Ja. Hast du wenigstens den Namen von der Dame aufgeschrieben? Ja, wenn es mir nicht gesagt hat. Dann hättest du fragen müssen, Schatzl. Ja, aber ich habe was anderes aufgeschrieben. Die Frau Sokol hat angerufen. Aha, na, was hat sie denn wollen? Sie lässt alle schön grüßen. Und das hast du aufschreiben müssen? Ja, sie hat noch was auf. Sagt, ja. Es geht mir gut, hier gibt's die besten Schnitzeln und Blunzen, weil hier die Viecher nicht mit Hormonen vergiftet sind. Mhm. Am Montag rufe ich den Janek an, auf Wiedersehen. Immer jedes Wort aufgeschrieben, obwohl ich so schnell geredet habe. Ja, ja, ist schon gut, Ursel. Wenn du was brauchst, gell? Ich bin nebenan. Ja, ja, danke. Oh. Welch jugendlicher Glanz in dieser Hütte. Das ist aber eine angenehme Überraschung. Strahler, mein Name. Angeblich werde ich hier erwartet. Hat vielleicht eine Dame nach mir gefragt oder irgendwas für mich hinterlassen? Ja, Moment, ich hab's aufgeschrieben. Ja. Und zwar, Sie sollen mit dem Charlie und der Babsi um 10 in die Disco Pussycat kommen. Pussycat? Also, ich glaube, da liegt ein kleiner Irrtum vor. Also ich erwarte eine erwachsene Dame. So eine alte Dame, na, war keine da. Nein, ich meine auch keine alte Dame, sondern eine sehr hübsche Dame mit dunklen Haaren, sehr, sehr elegant. Ja, ja, die war da. Die schöne Dame, die so schön geschminkt ist und gut riecht. Ja, auf die sollen sie warten, hat sie gesagt. Aha. Wo ist sie denn jetzt? Ja, sie ist weggegangen, aber sie kommt ganz bestimmt wieder. Also, ich hoffe, Sie werden mir die Wartezeit ein wenig verkürzen. Ja. Ja, bitte. Bitte, vielleicht muss ich jetzt die Schrift herunterkratzen, nicht? Und alles neu garnieren. Nicht? Ja, ja. Tja, sowas. Na, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Muss ich jetzt da alles ist ja. Wie ist das hier? Edilein, na, krieg ich kein Busserl? Nein. Ja, ach so, ja, ich weiß schon. Du bist sicher beleidigt, weil ich heute mit der Hilla und dem Franteschek ins Kino gehe. Aber du kannst doch mitkommen. Du bitte, ich brauche kein Kino. Na, was ist denn los? Was los ist?
Du hast das ihnen nicht gesagt. Verstehst du mich? Wie ich vorhin mit dem Stritzel um war, da habe ich sofort gemerkt, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich die alle umsonst gemacht jetzt. Was ist das? Ma, Ädelein. Na, du bist doch ein Weltmeister-Champion in die Torten. Ich bin so stolz auf dich. Ja. Ja, aber nur da unten im Speckkammerl, sonst genierst du dich für mich. Na, aber jetzt redst du aber ein Blödsinn. Nein, bitte, das ist kein Blödsinn, das ist die volle Wahrheit. Gestern haben wir uns ausgemacht, dass wir heute nach Geschäftsschluss unsere Verlobung feiern und alle einladen. Und bitte, du hast das nicht einmal der Frau Hiller und dem Herrn Sektionschef gesagt. Aber da waren doch die noch gar nicht da. Und weißt du, das Ganze ist für mich so, das Ganze ist mir so mit dieser Verlobung, das ist mir so peinsam. Aber entschuldige, na und? Was heißt und? Was heißt peinsam? Und jetzt peinsam, unsere Verlobung? Weißt du, verloben sollten sich andere Leute, wir sind so näher, wir sind doch Leute, die näher dem Grabe als der Wiege sind. Was junge Leute sollten sich verloben, verliebte junge Leute, wir sollten doch nicht so einen Wirbel machen. Wer macht bitte einen Wirbel? Aber in der engsten Familie gibt man doch seine Verlobung bekannt und feiert das ein bisschen, ne? Ich glaube nicht, dass der Hiller und dem Frantischek zum Feiern zumute ist. Also bitte, ich weiß schon, was du meinst. Ich verstehe alles. Du willst ihnen nicht auch noch Kummer bereiten, wenn du so einen schwerfälligen Menschen wie mich heiratest. Bitte, Otto, wenn du es dir wieder überlegst, bitte, dann sag mir das jetzt, ja? Wir haben uns ausgemacht, dass wir alle heute herunterbitten, um ihnen alles zu sagen. Entweder ich gebe meine Verlobung bekannt oder meinen Abschied von der kleinen Konditorei. Das hängt von dir ab. Ädelein, ich habe es mir überlegt. Na, endgültig. Und? Ich gehe mich jetzt umziehen. Fürs Kino? Für dich. Für die Bekanntgabe unserer Verlobung. Otti. Ädelein, du. Ach, ja. Das ist aber eine Überraschung. Also, wenn ich das früher gewusst hätte, ich freue mich. Ja, darf ich dann vielleicht einen Moment hereinkommen? Oh Gott, na bitte kommen Sie doch weiter. Bitte legen Sie doch ab. Liebe Frau Senta, darf ich Ihnen vielleicht behilflich sein? Dankeschön. So gerne. Das ist aber nett. Sind Sie von München heute hierher gekommen? Ja. Ja, bitte, bitte kommen Sie noch weiter. Danke schön. So, bitte. Wenn vielleicht im Erker Platz nehmen, ja. Wenn Sie schön Platz in der Mitte. Ich würde gern die Blumen loswerden. Die sind für Ihre Frau, wenn ich schon so unangemeldet hier hereinplatze. Na, bitte, meine Frau ist leider nicht da. Oh. Aber danke in Ihrem Namen für die Blumen. Aber unangemeldet, bitte Sie. Ich freue mich, dass Sie da sind. Na, noch besser gesagt, ich habe Sie direkt dringend erwartet. Oje. Dann hat er jetzt was angestellt, mein Herr Sohn. Nein, aber überhaupt gar keine Rede davon. Nein. Das war ganz privat gemeint, persönlich. Ach, Gott sei Dank, dann fällt mir ein Stein vom Herzen. Dann werde ich Ihre Frau also heute gar nicht sehen? Kaum. Ach, ist sie länger weg, verreist? Na ja, sozusagen. Oh, ich habe ganz vergessen. Was darf ich Ihnen denn anbieten? Einen Whisky, einen Sherry, einen Cognac? Oder, nein, bitte, ich kann Ihnen auch was mixen. Bitte machen Sie sich keine Umstände. Ich verstehe überhaupt nichts von Alkohol. Also bitte, wenn es ganz leicht geht, dann einen kleinen Sherry. Aber selbstverständlich geht das ganz leicht. Natürlicherweise nehmen wir einen Sherry. Wir haben den neulich von Freunden geschenkt bekommen. Also ich habe ihn schon probiert. Ich finde ihn ganz gut. Also ich hoffe, danke, dass er auch Ihrem Geschmack entspricht. Weil ich muss mich jetzt dann gleich für eine Minute entschuldigen. Ja. Also erstens einmal muss ich ja doch diese schönen Blumen einwässern. Und außerdem war ich gerade dabei, mich umzuziehen. Aber bitte nicht meinetwegen. Von mir aus können Sie gern so bleiben, wie Sie sind. Nein. Wissen Sie, ich habe das nicht gern. In der Stadt muss man städtisch angezogen sein und nicht ländlich. Also wenn man nicht richtig angezogen ist, fühle ich mich gar nicht wohl. Oh, Moment, vielleicht, damit ich nicht zu langweilig wird, vielleicht darf ich Ihnen inzwischen ein paar Zeitungen geben. Dankeschön. Ich werde mich sehr beeilen. Ich bin gleich wieder da. Ja. So,
bitte sehr. Also, Sie schlagen ja denn nur mehr, Herr Sektionschef. Und so elegant. Ich sehe schon, Sie wollten ausgehen und ich komme wieder im ungeeignetsten Augenblick. Also, erstens einmal kommen Sie natürlich im geeignetsten Augenblick. Und darüber hinaus, wenn ich ausgehen will, also dann nur mit Ihnen. Oh, das ist aber bezaubernd. Da wissen Sie, ich bin heute so nervös wegen dem Andi. Also, ich kann heute leider nicht ausgehen. Aber ich bitte Sie, warum nervös sind Sie? Sie sind sehr netter junger Mann, er ist da öfters auch bei uns zu Gast. Allerdings in letzter Zeit habe ich ihn nicht gesehen. Aber nein. Wann war er das letzte Mal da? Ja, warten Sie, das dürfte so gewesen sein, so vor circa 10 Tagen. Aber das braucht Sie überhaupt nicht zu beunruhigen. Ich war nämlich in dieser Woche im Salzkammergut. Ja. Ach, also da haben Sie gar nicht mitgekriegt, dass ich jeden Tag angerufen habe. Denn schon vor Wochen haben wir ausgemacht, dass er mich diese vergangene Woche, dass er mich nach München besuchen kommt. Und na, nix. Naja, bitte, dürfen Sie nicht so ernst nehmen. Schauen Sie, so ein junger Mann, nicht wahr? Gott sieht irgendwo hübsches junges Mädchen, nicht wahr? Und rennt ihr schon nach, nicht wahr? Und vergisst völlig die Verabredung, die er mit seiner entzückenden Frau Mama hat, obwohl das völlig unverständlich ist. Aber ich habe doch für alle erotischen Eskapaden Verständnis. Ah ja? Also, soweit Sie meinen Sohn betreffen. Das Einzige, was ich ihm übel nehme, ist, dass er mich nicht angerufen hat. Wissen Sie, wenn ich eine Weile nichts von ihm höre, dann bilde ich mir gleich ein, es ist was passiert. Naja, vielleicht weiß der Dr. Strahler, wo Ihr Sohn ist. Ach, gehen Sie, ich bitte Sie, bei dem läuft doch dauernd der Blechtrottel. Ich möchte wirklich wissen, was der eigentlich macht. Ja, das möchte ich manchmal auch wissen. Was machen Sie morgen am Sonntag? Morgen am Sonntag? Da schlafe ich mir aus. Wiederschauen. Ich komme ganz bestimmt wieder. Am Montag. Oh. Wiederschauen. So, also. Du wirst doch hoffentlich 5 Minuten in Ruhe neben mir sitzen bleiben. Na, jetzt kann ich schon. Jetzt ist ja keine Kundschaft mehr da. Und solange der Ede-Onkel im Kammerl bleibt. Sie haben meine Frage von vorhin nicht beantwortet. Hm? Also, wollen Sie zum Theater? Naja, ich glaube nicht, dass ich das kann. In Wirklichkeit kann ich nämlich gar nichts. Also, das glaube ich nicht. Nein. Ich halte Sie für sehr begabt. Ja, naja, Händeln füttern kann ich schon und kochen und alles, was man halt zu einem Landgasthaus machen muss. Ja, wenn nicht der Edi-Onkel wäre. Oder wären Sie vielleicht schon als Madame Inconnue in irgendeinem kärntnerischen Nest verwelkt? Als was wäre ich verwelkt, bitteschön? Entzückend. Nein, ich rede wirklich einen Unsinn zusammen. Was heißt denn verwelken? Davon kann doch gar keine Rede sein. Sie werden hier erst einmal aufblühen. Wenn Sie an dem Platz stehen, wo Sie hingehören. Das Showbiz, das schreit ja geradezu nach Ihnen. Wer schreit nach mir außer dem Edi-Onkel? Der Ede-Onkel wird bald nichts mehr zu sagen haben, denn ihre neue Tätigkeit wird sie ja den ganzen Tag ausfüllen. Mit Schauspielunterricht, Tanzunterricht, Gesangsunterricht, Sprechunterricht. Ne? Was man eben so braucht, um ein Star zu werden. Naja, meine Mutter wird das nicht recht sein, glaube ich. Ich bin nämlich da, dass ich Mehlspeis kochen lerne und servieren. Und ja, damit, wenn sie die Eltern zur Ruhe setzen, wir Madeln des Wirtshauses übernehmen. Aber ich bitte Sie. Mehlspeis machen, das können Sie mit 40 auch noch lernen, aber wenn Sie ein Star werden wollen, dann müssen wir schon sehr jung anfangen, nicht? Und ein Star wollen Sie doch werden, nicht? Ja, so wie die Schwarze im Dynasty. Also über die Größenordnung brauchen wir uns jetzt noch nicht den Kopf zu brechen. Zuerst kommt die Arbeit, harte Arbeit. Ja, aber sprechen lernen und so, das kostet doch einen Haufen Geld. Ah, das übernehme schon ich. Die Förderung junger Talente, das gehört ja zu meinem Beruf. Wenn ich Ihnen alle Künstlerinnen nennen würde, die durch meine Hände, die ich ausbilden ließ, da würden Sie Augen machen. Da sind da ganz, ganz große drunter. Ja? Auch die schöne Dame, auf die Sie warten, haben Sie auch ausgebildet? Die Senta, oh Gott. Ja, die habe ich auch ausgebildet, ja. Was kann sie von mir wollen? Ja, die sucht den Tommy, hat's gesagt. Den Tommy? Ja. Was will sie denn von dem? Das ist doch seine Mutter. Nein, Sie entzückende Unschuld. Wie kommen Sie denn auf diese Idee? Hat die Dame das behauptet? Nö. Sie hat gesagt, sie sucht ihren großen Sohn, der dunkle Haare hat. Und Tommy heißt? Nein, also ich glaube, da verwechseln Sie was oder Sie... Nein, das kann nicht stimmen. Sie sucht den Andreas. Der ist auch groß und dunkel. Andreas? Nein, Andreas kenne ich nicht. Ah,
Ja, richtig. Ich meine, aus unerfindlichen Gründen wird dieser Lackel von den Lafitz immer Burli genannt, weil das passt so überhaupt nicht zu ihm, zu diesem ausgewachsenen Mannsbild. Und den Burli, meinen Sie? Ja, das ist vielleicht einer. Ja, den kenne ich schon. Der frisst eine ganze Sache dort auf den Sitz, wenn er einen Guster hat. Außerdem will er mich immer malen. Und meine Mutter tät mir der Schlange, wenn ich zu dem in die Wohnung gehe. Ihre Mutter ist eine sehr, sehr kluge Frau. Sagen Sie, wissen Sie, wo er jetzt steckt, der Burli? Freilich. Ja, ja, wo denn? Prost, liebe Eva. Also muss ich Ihnen sagen, die Problematik Ihres Sohnes, die habe ich vorhin doch noch nicht so richtig erkannt. Ja, er ist das typische Beispiel eines jungen Mannes, der ein Pendler ist zwischen seinen Eltern. Er hat zwar genügend Geld, aber es fehlt ihm an Nestwärme und an Kontrolle. Ja, Sie sagen es. Sie sind der erste Mensch, der meine Schwierigkeiten mit dem Andi versteht und die nicht gleich verdammt. Ja, Dankeschön, das ist ganz einfach. Wenn ich auch nicht mehr der Allerjüngste bin, na, so habe ich mir doch ein Sensorium bewahrt für die Sorgen der Jugend. Also wenn Sie der Vater vom Andi wären. Da hätte ich auf gar keinen Fall eine so entzückende Mama verlassen. Oh. Ja, oh. Ja, liebe Eva, ich möchte Ihnen da gleich einen konkreten Vorschlag machen. Wissen Sie, diese Problematik müssen wir wirklich noch etwas genauer besprechen. Wie wäre es denn, wenn wir mal hier weggehen und diese traurige Wohnung verlassen? Also da muss ich Einspruch erheben. Diese Wohnung ist doch nicht traurig. Also die ist doch so gemütlich. Na, danke vielmals, sehr liebenswürdig. Aber ich kenne noch gemütlichere Orte. Und Orte, wo man auch etwas essen kann. Sie sind ja Strohwitwer. Wahrscheinlich haben Sie heute nicht einmal noch ein ordentliches Mittagessen gehabt. Ja, doch. Ja, eben habe ich natürlich nicht gehabt. Und da wäre es gut, wenn ich jetzt eine Kleinigkeit essen kann. Gut, ich will Sie gern begleiten. Das ist ganz reizend. Und da können wir ja diese ganzen Sachen, die den Andi betreffen, können wir besprechen. Nicht wahr? Ich bin da gerne bereit, Ihnen bei Ihrer Erziehungsarbeit ein bisschen behilflich zu sein. Ja, also wissen Sie, es ist ja schrecklich, dass man einen 24-jährigen Mann noch erziehen muss. Ah, sagen Sie das nicht, liebe Eva. Wir alle müssen eigentlich bis ans Ende unseres Lebens immer noch erzogen werden. Naja, gut, wir werden also dann alles, was den Andi... Ich könnte zum Beispiel, könnte ich natürlich ohne weiteres einmal ab und zu nach München kommen, ja, wenn es irgendwie notwendig ist, wegen der Probleme mit dem Andi. Das ist aber wirklich lieb. Das ist wirklich lieb von Ihnen. Alexander, bitte schön. Darf bitte nicht aber besser, wenn wir jetzt gehen. So, darf ich Ihnen noch ein bisschen behilflich sein beim Abziehen? Bitte Dankeschön. Sehr, liebe Eva. Wissen Sie, ich habe diesen, meinen Bertel ja doch angerufen, ja, und gesagt, er soll in die Konditorei kommen, in der Hoffnung, dass er was vom Andi weiß. Aber ich bin ja sicher, dass er mich sitzen lässt und sowieso nicht kommt. Aber hineinschauen in die kleine Konditorei muss ich doch. Na ja, selbstverständlich. Bitte, gehen Sie nur voraus, Sie kommen dann gleich nach. Ich muss noch einen kurzen Anruf machen, aber ich bin sofort. Also dann, bis gleich. Ja, Christian, auf Wiedersehen. Gleich. Ihr seid schon wieder da? Ja. Was? Schon? Ha! Wie findest du ihn? Was heißt hier schon? Du, das hat vielleicht gedauert, bis wir den kurz dazu überredet haben, um Gottes Willen, dass der Rauputz besser fürs Schlafzimmer ist als diese gelbe Tapete. So. Na gut, gut, gut. Na, dann kann ich jetzt zum Janek gehen. Aber einen Moment. Wieso gehst du ohne mich hinunter? Wieso gehst du allein? Ja, wenn ich mich recht erinnere, sollten wir doch erst nach Geschäftsschluss zum Janek kommen. Ja, aber bitte, was soll schon sein? Der Janek will mir die Kündigung sagen. Ne? Das kann ich mit mir allein erledigen. Da brauchen wir doch die ganze Familie um ihn versammeln. Du hast doch vorhin gesagt, dass du ihn mit Handschuhen, mit Samthandschuhen anfassen und unbedingt halten willst. Hm? Eben. Und das kann ich natürlich besser unter vier Augen. Ne? Also, auf Wiedersehen, bis später. Servus. Na? Was sagst du? Ich verstehe kein Wort. Wieso ist dein Bruder eigentlich so wahnsinnig, so kiewig, so verrückt? Was hat er? Das wüsste ich auch gern. Aber vor allem, warum er wie ein hypnotisiertes Kaninchen reingeschaut hat, wie wir gekommen sind. Wo war da seine Souveränität? Ich frage, wo?
Nein, also da irren Sie sich ganz bestimmt. Was hätte mein Sohn in Hamburg verloren? Der wird nach München gefahren, sie haben seine Mutter besuchen. Nein, da irre ich mich nicht, weil der hat nämlich eine Ansichtskarten geschrieben. Und der Edi-Onkel hat es gleich weggesteckt, weil nämlich kein sehr besonders feines... Es war nämlich kein sehr besonders feines Bild drauf. Unfeine Ansichtskarten gibt's in jeder Stadt, auch in München. Die war aber aus Hamburg. Moment. Edi-Onkel, kannst du mal einen Moment kommen? Ja, Moment, ja. Ja? Hm? Ja, Herr Dr. Ja. Strahler. Grüß Gott, Herr Janik. Grüß Gott, Grüß Gott. Schön, dass Sie Grüß heute Gott. Kommen. Grüß Sie, Grüß Gott. Ja, Sie müssen unbedingt bitte ein bisschen länger bleiben. Ich habe eine große Überraschung. Aha, ja, gerne. Ja, da können wir gleich über Ihre Nichte sprechen. Ja, also Ihre Nichte, das ist ja die geborene Schauspielerin. Was? Eine junge Shirley MacLaine. Ja. Nein, eine Schauspielursel? Na, wieso denn? Das weiß ich ja gar nicht. Ja, aber zuerst geht es um was ganz anderes. Ja. Ihre entzückende Nichte behauptet, Sie wüssten, wo mein Sohn steckt. Na ja, natürlich weiß ich, wo der Burli steckt. In Hamburg ist er, nicht? Er hat uns auch eine Karte geschickt von der Reeperbahn. Ja. Ich weiß nicht, wo ich die Karten verlegt habe, aber ich finde sie schon noch irgendwo. Also was macht denn der Lausbub zum Teufel? Was macht denn der in Hamburg? Ah, mir fehlt ein Stein vom Herzen. Na, bei der Petra ist er natürlich. Na, die passt schon gut auf ihn auf. Glaubst du nicht auch? So, also irgendwo muss ich die Karten doch haben. Also soll das nur wegen der Ursel, habe ich sie versteckt. Ah, da ist sie schon. Naja, das Mädel muss ja seine Schweinerei nicht sehen. Das ist ja wirklich entsetzlich, diese Schweinerei, so etwas. So. So, also ich werde jetzt, was mache ich jetzt? Ich werde jetzt die Sandwich. Ja, bitte? Also Herr Janik, ich hoffe, ich komme nicht zu sehr ungelegen. Nein, im Gegenteil, immer herzlich willkommen, wann immer Sie kommen. Ich mache nur gerade ein paar Sandwiches, Herr Sektionschef. Ja, das ist also sozusagen, um uns die bittere Pille zu versüßen. Bitte so, welche Pille, Herr Sektionschef? Naja, Sie dürfen das nicht so wörtlich nehmen. Ich meine, das ist also symbolisch gemeint. Ich meine, Sie werden mir ja dann gleich eine Neuigkeit mitteilen, ich ahne Sie ja schon. Herr Sektionschef, bitte entschuldigen Sie, ich verspreche Ihnen, auch wenn sich hier einiges ändern sollte, Sie werden nicht darunter zu leiden haben und der Betrieb bitte schon gar nicht. Naja, das sagen Sie, aber schließlich und endlich ist ja jeder sich selbst der Nächste, nicht wahr? Ja, aber natürlich, ich werde mich doch um jemanden umschauen müssen, ich brauche ja einen Ersatz für Sie. Was, einen Ersatz? Das für mich, das heißt, ich... Soll, bitte, Herr Sektionschef? Ja, natürlicherweise, und zwar sehr rasch. Und ich liebe es ja nicht, wenn ich da lang herumfackle. Kommen Sie, Herr Janik, kommen Sie. Ja. Setzen Sie sich einmal da her zu mir. Ja, bitte. Lieber Herr Janik, ja? In aller Freundschaft, sagen Sie, warum machen Sie das? In Ihrem Alter. Ja. Und endlich, Sie kennen doch das Sprichwort, einen alten Baum soll man nicht verpflanzen. Ja, und das gilt ja für Menschen genauso. Sie haben doch bisher hier jede Freiheit gehabt. Ja, das schon. Und ich habe mich auch immer bemüht, Herr Sektionschef. Ja. Und wir waren doch auch wirklich immer sehr zufrieden mit Ihnen. Ja. Also wozu jetzt diese große Veränderung? Aus Liebe, Herr Sektionschef. Ja. Aus Liebe zur Otti. Naja, das ist wirklich... Lieber Herr Janik. Ja. Wissen Sie, was Ihnen fehlt? Nein. Ein bisschen Wuptizität, Initiative, Tatkraft, Durchschlagskraft. Also mit einem Wort, wenn Sie ein bisschen mehr Mut hätten, wenn Sie ein bisschen größerer Draufgänger wären, dann wäre doch längst alles schon weiter. Herr Sektionschef, es ist doch alles entschieden, unwiderruflich. Die Frau Otte und ich, wir haben uns vorige Woche gefunden. Na, endlich! War das die große Neuigkeit, die Sie mir mitteilen wollten? Ja. Und wir geben heute ganz offiziell unsere Verlobung bekannt. Sie können doch gleich da bleiben, Herr Sektionschef. Wenn keine Gäste da sind, dann können wir gleich zusperren, sobald die Frau Otti, Ihre liebe Frau und der Herr Guido da sind. Ja, na, das können wir dann schon machen. Wissen Sie, es könnte nur sein, Herr Janik, dass ich noch für einen Sprung weg muss. Das ist eine lästige Sache, das geht rasch vorbei. Ja. Ich komme dann jedenfalls ganz sicher wieder zurück. Ja, und jetzt werden wir im Moment nachschauen, wie das Geschäft geht. Sehr freundlicher Sektionschef. Danke für den Besuch. Hilla, ich
bin ja so glücklich, dass ich dich jetzt allein getroffen habe. Naja, du, und das ist noch gar nicht so lang her, dass ich allein bin. Der Guido war da, aber der musste hinuntergehen. Zur Hilde und zum Kurt vermitteln, wieder mal in einem Streit. Also, ich muss dir sagen, wir sind ja unter uns, aber dieser Kurt, er ist mein Bruder, aber ich muss es sagen, es ist ein schwerer Brocken. Ich weiß nicht, aber im Sommer scheint er ein bisschen abgenommen zu haben. Wirklich, diese Enkelsgeduld, die die Hilde mit ihm hat, die hätte ich nicht. Schwör ich dir. Aber dafür hat er sie halt sehr, sehr lieb. Hm. Na, hoffentlich. Und das ist schließlich das Wichtigste. Ja. Otti, hat das irgendeinen Grund, dass du zu mir heraufgekommen bist? Ja, es tut mir so leid, aber es ist mir leider nicht möglich, dass ich heute mit ins Kino gehe. Ich hoffe nur, der František hat die Karten noch nicht abgeholt. Nein, ganz bestimmt nicht. Der Franz, weißt du, der ist nämlich zum Janek hinuntergegangen. Der war bei uns hier oben und ich muss da ehrlich sagen, er war derartig bedrückt. Ich wollte dich nur fragen, hast du ihn ermutigt, so wie ich dir es geraten habe? Ha? Das war nicht mehr nötig. Durch ein glückliches Geschick. Hilla, ich freue mich so, dass du die Erste bist, die es erfahren wird. Was? Der Herr Janek und ich, wir haben sich gefunden. Für ewig und immer. Ja, Otti! Endlich! Also ich habe geglaubt, es wird nie dazu kommen. Du, Otti, ich wünsche dir von ganzem Herzen sehr, sehr viel Glück. Ach, danke, liebe Hilla. Weißt du, ich habe sehr viel nachgedacht über den Herrn Janek und mich, ob das wirklich alles gut gehen kann. Und so zwei Menschen, die, wo jeder eigentlich so schwach ist, vielleicht sind die miteinander im Leben dann zusammen stark. Mhm, bitte richte den František aus, ja. Er soll ein bisschen Geduld mit uns haben. Wir sind nicht so intellektualistisch, okay, wie er. Mein Gott, jetzt habe ich ja schon fast eine eigene Familie. Mhm. Schon einmal fast einen ganz eigenen Mann und eine fast eigene Tochter, die Ursel. Ja. Du, also was den Franz angeht, weißt du, um den brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Der wird sehr glücklich sein, wenn er hört, dass ihr heiratet. Ja, der hatte doch eine Todesangst, dass ihm der Janek davonläuft. Aus unglücklicher Liebe zu dir. Ja, Schatz, so glaubt er, dass er mich liebt. Ja, natürlich. Sag einmal, siehst du ihm denn das nicht an? Ja, aber jetzt, Hilla, jetzt muss ich dich fragen. Ja, was? Was glaubst du, was ich heute anziehen soll? Ja, was soll ich anziehen? Du kennst doch meine Toilette. Ja, die kenne ich. Also warte mal, das grüne Kleid ist ganz... Nein, nix. Du ziehst das schwarze Kostüm an. Das siehst du sehr vornehm und elegant. Gut, das mache ich. Ich danke dir, Hilla. Hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Pfeifton. Sie haben eine Sekunde Zeit. Ach, diese Blechtrottel sind ja wirklich die Geißel unseres Jahrhunderts. Ja, aber lieber Herr Dr. Strahl, was agassiert Sie denn so? Bisher haben immer Sie mich für das schwarze Schaf der Familie gehalten, weil Sie offenbar sehr, sehr hohe Moralbegriffe haben. Aber jetzt frage ich Sie, was halten Sie davon, dass Ihre Enkelin, meine angetraute Ehefrau, seit fast einer Woche meinen Sohn in unserer Hamburger Wohnung beherbergt? Woher wissen Sie denn das? Die bloße Tatsache, dass der Burli in Hamburg ist, ja noch kein Beweis, dass er bei der Petra wohnt. Ich kenne meinen Sohn. Ja, aber offenbar nicht gut, meine Enkelin. Also, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich bin ganz unbesorgt. Die Petra ist doch sozusagen seine Stiefmutter. Ja. Das Einzige, was ich ihm vorwerf, ist, dass er mich nicht angerufen hat und mir mitgeteilt hat, dass er nach Hamburg fährt. Da hätte ich mich überhaupt nicht aufgeregt, hätte mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Einmal im Büro anrufen, sie wollte da Verträge abschließen. Das wäre doch jetzt der gegebene Moment, dass wir auf Französisch verschwinden. Haben Sie nicht vielleicht auch ein bisschen so einen Appetit auf ein gutes Essen und auf ein Glas Wein? Mir keine Sorgen um den Andi zu machen, brauche ich geradezu einen Bärenhunger. Aber jetzt werden wir doch da bleiben müssen. Warum? Weil gerade Ihre Frau kommt mit ihrem Bruder.
Oh, Frau Kronstein, das ist aber nett, Sie zu sehen. Ja. Sind Sie wieder einmal im Lande? Ja, ich muss mich ja auch manchmal um meinen Sohn kümmern. Ja. Ich freue mich, dass ich Sie doch noch sehe. Sie sind eben erst gerade angekommen, nicht? Na, eben erst gerade? Nein, das ist übertrieben. Ja, aber, liebe Frau Kronstein, ich habe Ihnen doch von unserer Hütte am Attersee erzählt, ja. oder habe ich nicht? Doch, oh ja. Ja, eben. Wissen Sie, und meine Frau, wenn es so für November wird, nicht wahr? Also, da kann sie überhaupt nicht mehr aushalten. Hier muss sie unbedingt an den Attersee, um den Garten einzuwintern. Ja, Guido, servus. Ich hab dich gar nicht bemerkt. Ja, das bin ich gewöhnt. Ich wollte auch nur die Frau Kronstein begrüßen und küssen. Also, was ist, wie ging das Ganze da unten? Ah, du meinst mit Janek? Na, sicher. Na ja, also, es war sehr schwer. Aber ich glaube, er bleibt. Was, er bleibt? Und wie hast du das geschafft? Na ja, schau, ich habe ihm gesagt, Herr Janek, Sie müssen mehr Souveränität entfalten. Sie müssen endlich zeigen, dass Sie ein Mann sind. Also jedenfalls, er wird heute Abend seine Verlobung bekannt gegeben. Er hat gesagt, Herr Janek, hopp oder dropp, Frauen wollen überrumpelt werden. Großartig. Großartig hast du das gemacht. Wirklich fabelhaft. Weißt du, eines ist mir interessant. Die Otti hat mir nämlich da jetzt gerade vor kurzem hat sie mir das gesagt, dass der Janek schon vorige Woche ihr einen Heiratsantrag gemacht hat. Aber ich finde es einfach fulminant, dass du das geschafft hast, dass dieser schüchterne Janek diese ganze Prozedur noch einmal macht. Wirklich, ich muss dich loben, Franz, muss dich loben. Na, was ist, hast du den Andreas aufgestöbert? Nein, aber ich habe ihm jetzt gerade ein Telegramm geschickt, dass er unverzüglich heimkommen soll. Der Kerl entwickelt ja erotomanische Züge. Oh. Der Mann macht sich an verheiratete Frauen heran. Woher er die wohl hat, die erotomanische Veranlagung? Ja. So, pass auf, du trinkst jetzt die Gläser raus, gell? So, wir müssen ein bisschen. So, ja, so. Und bitte bietest jedem ein Glas an, Ursel. Du verstehst mich? Ja. Aber pass auf, dass du nicht hinfällst, dass du nicht hinhaut, gell? Nein. Warte mal. So, geht schon. So, komm, ich mach jetzt auf. So, bitteschön. So. So, jetzt müssen wir schnell umziehen. Also, liebe Familie Lafitte, ich freue mich, Ihnen bekannt zu geben, die Verlobung mit Frau Ottilie. Frau Himmel, Herrgott, jetzt habe ich wieder den Nachnamen vergessen. Also, liebe Familie, ich freue mich. Jetzt habe ich mich aber getummelt. Edelein, wie gefällt dir mein Äußeres? Du bist die schönste und liebste Frau der Welt. Und es ist ganz egal, was du anhast. Wirklich, Edelein. Ja. Und ich hab dich sehr gern. Und ich hab dich so lieb. So, und jetzt geh hinaus. Ja. Und jetzt gib unsere Verlobung bekannt, ja? Ja. Und du weißt, was das bedeutet? Ja, dass ich mich nie von dir trennen werde. Ja, also... Na, was liebe, ist, du gehst ja nicht. Ja, liebe Familie, du musst mir bitte noch einmal deinen Nachnamen sagen, weil ich bin vergessen, bitte. Schindela, Ottilie Schindela mit einem Hatschek auf dem S. Ja, bitteschön. Naja, also hoffentlich fange ich nicht zum Stottern an. Aber du hast doch eine Soufflöse. Ja. Oh. Noch? Also ja, schön ist sehr geehrte Herrschaften, liebe gnädige Frau, Herr Sektionschef, lieber Herr Guido, meine Verehrung, verehrte Anwesende, Wessel, bitte, ich freue mich, dass Sie meiner Einladung Folge geleistet haben, nach Geschäftsschluss in meine kleine, liebe Konditorei zu kommen. Konditorei, und da muss ich bitte sagen, ich muss mich sehr herzlich bedanken für diese Hilfe, die Sie mir angedeihen ließen, besonders Ihnen, Herr Sektionschef, und auch der liebe Frau Sokol natürlich, die leider heute nicht anwesend ist. Und da möchte ich dazu sagen, vor allem für dieses neue Heim, das ich bekommen habe. Und jetzt möchte ich bitte sagen, die Frau Ottilie, was sagst du? Kindelar! Ich bin so glücklich. Wir haben sich verlobt. Ja, das ist schön. Danke schön.
Also, Prost. Ja, Prost. Prost. Ja, meine Liebe, habt ihr die Schöne heute? Nein, das also, ich freue mich. Bitte, danke, ich muss stabil. Also, ich bin ja alles von der ganzen Welt, was es jeder noch gibt.